Hallo und herzlich willkommen zum Kochen im Womo. Wir machen heute ein Reisfleisch und dazu begeben wir uns in unser Wohnmobil. Also, ich habe mich jetzt ins Wohnmobil begeben. Wir machen ein Reisfleisch, habe ich gesagt. Und dazu brauchen wir natürlich Reis, Hackfleisch, ein bisschen Gulaschfleisch. Ich habe mir gegrilltes Gemüse besorgt, Tiefkühlware. Ich habe frische Paprikawürfel aus Paprikaschoten und Zwiebeln und Knoblauch. Dazu brauchen wir dann ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Kurkuma und natürlich eine Prise Paprika. Wer es pikanter will, nimmt Cheyenne-Pfeffer oder Tabasco noch. Und sonst für die milde Variante ohne Cheyenne-Pfeffer, Tabasco wird hervorragend. Wir brauchen dazu natürlich auch, was ich beinahe vergessen hätte, noch ein paar Brühwürfel. Einfach um dem Ganzen ein bisschen mehr Würze zu geben. Okay, fangen wir an. Also, da haben wir jetzt das Gulaschfleisch drin, das Hackfleisch und die Zwiebeln und den Knoblauch. Das dünsten wir jetzt alles schön an. Und dann kommt das Gemüse dazu und der Reis, beziehungsweise erst der Reis und dann am Schluss dann das Gemüse, weil das am wenigsten lang braucht. Außer die frischen Paprikaschoten, die tun wir natürlich schon beim Reis mit rein. Reis heißt eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser. Entsprechend dieser Menge dann einen Brühwürfel auch mit rein, damit der Geschmack reinkommt vom Brühwürfel. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Also ich habe jetzt das Fleisch, Zwiebeln und Knoblauch angedünstet, habe mittlerweile ein bisschen Pfeffer, Kurkuma und Paprika hinzugefügt. Auf Salz verzichte ich persönlich sehr gern, weil auch in der Brühe ist sehr viel Salz drin, also braucht man das nicht unbedingt. Und die meisten Lebensmittel enthalten genügend Eigensalz. Okay, mittlerweile habe ich einen Reis hinzugefügt, doppelte Menge Wasser für den Reis. Hab die Brühwürfel mit rein, hab die Paprikaschotenwürfel mit rein und eine dieser Tomatendosen, gewürfelte Tomaten. Die gibt es schon mit Cebolla, also mit Zwiebeln, oder sin Cebolla ohne Zwiebeln. Con Cebolla heißt mit Zwiebeln. Und warte jetzt, bis der Reis, also die Flüssigkeit, relativ weit verdunstet ist und der Reis richtig weich ist und aufgegangen ist. Anschließend kommen dann noch die angebratenen Gemüsedinger hin, ja, was, wie gesagt, schon fertig zu kaufen gibt. Da ist auch alles Mögliche drin, Zucchini, Aubergine und so weiter. Und die andere Dose hier mit den Tomaten und dann ist eigentlich das Gericht auch schon fertig. Ihr kriegt nachher noch einen Blick drauf, wie das ausschaut und bis dahin kochen wir mal vor uns hin. Okay, das Reisfleisch ist jetzt soweit fast fertig. Alle Zutaten sind dran, von Zucchini, Aubergine bis hin zur Paprikaschote, dem Fleisch, Knoblauch, Zwiebeln, Tomate etc. pp. Die Kamerafrau leuchtet jetzt ganz kurz mal da in den Topf rein, dass man hier vielleicht noch ein bisschen sieht. Ja? Ein bisschen ziehen muss es noch ganz kurz und dann heißt es guten Appetit. Und wenn sie jetzt auf mich zurückblendet oder mich wieder ins Bild nimmt, jetzt fange ich an als Stottern an. Dann sage ich bis demnächst beim Kochen im Womo und freue mich, wenn ihr das Video anschaut und vielleicht mal nachkocht. Okay, bis demnächst. Tschüss.